Jojo, guten Morgen und so, oder guten Abend, was auch immer wir haben. Hier wird jetzt kein neuer Track eingefahren. Nein, hier geht's mal darum, dass ich mal Klartext rede. Ganz einfach ein bisschen was von mir gebe. Und sag nicht, ihr kennt mich und mein Leben, denn ihr kennt nichts von mir, so ist es eben. Ja. Nein, ihr müsst kapieren. Ihr solltet nicht so viel Scheiße studieren und nicht so viel Experimentes ausprobieren, um es dann als real zu fixieren. Nein, jetzt mal Scheiß hier den Spaß beiseite hier. So, mal ernsthaft hier. Es gibt durchaus immer wieder viele, die mich angreifen, die mich haten, die auch meinen, die immer, ich würde rumjammern. Ich jammer nicht rum, nur weil ich Fakten bringe oder sachlich bin. Genauso kann ich eben sachlich bringen, dass ich eben schon mit einer Schwerbehinderung geboren bin. Ja. Schon eben, dass ich nur einäugig sehe und eben das sehr schlecht mit dem einen Auge. Ja. Das ist sehr kurzsichtig. Und ja, Kinder sind immer lieb, das hat man dann auch festgestellt in seiner Kindheit, ja, mal eben mit Backsteine beworfen oder so, weil man nicht sehen kann. Das ist halt ganz normal und gäbe und gängig in Deutschland, ja. Aber davon mal weg, ich meine, dann kam es eben auch dazu, dass unter anderem mich später in der Schule, ja, ich habe dann mein Leben ja immer kämpferisch geleistet, ja, und habe mein Leben aufgebaut. In der Schule wurde ich dann unter anderem von einem Vertrauenslehrer verhetzt, dem Martin Lüttchen, ja. Der hat eben die halbe Schule hinter mich hergehetzt und mich verprügeln lassen. Sehr nett, das habe ich auch öfters hier schon angesprochen. So ein Lehrer ist das Letzte, was es geben sollte an einer Schule. Das so ist es Dreck, ja. Und das ist kein Rumgejammer, sondern das ist Sachlichkeit und Fakt. Ja, nur weil er mit meiner Person nicht klarkommt, ja, weil er ein rechtes Arschloch ist und ein asoziales Arschloch, hat er kein Recht, irgendwelche Leute mit irgendwelchen Lügen gegen mich aufzuhetzen. Dennoch habe ich meine Schule abgeschlossen und nicht mehr dort, nicht mehr in Obervieland, sondern bin dann weitergegangen nach Steffensweg und Alblonke. Und Steffensweg habe ich dann zum Abschluss meinen Abschluss gemacht, dann eben ganz normal aber auch. Ich bin praktisch von der Schule hier abgegangen und habe dann ein Jahr in Alvilonke praktisch verbracht, weil es noch ein bisschen was gab, weil ich wollte Elektrotechnik machen und das gab es in Alvilonke nicht. Daher bin ich zu Steffensweg gewechselt. Ja. Aber eben, wie gesagt, geht es darum, dass es ja dann noch weiterging. Ich meine, ich bin dann auch zur Ausbildung gegangen. Ja, wo es dann auch wieder Probleme gab, wo auch Asoziales und eben Rechtes von Lehrern kam, wo ich mit der Schule nicht klarkam, weil Lehrer rechts und asozial waren. Was nun mal auch Fakt ist, worüber keiner reden will. Ihr wollt das ja auch alles totschweigen. Ihr seid ja selber teilweise rechts und asozial und ja, andere Menschen können euch mal, ne? Und deshalb seid ihr mir scheißegal und kriegt von mir einen richtigen Knall. Aber ihr habt es noch immer nicht begriffen, ihr seid echt beschissen. Nein, der Spaß beiseite. Dann bin ich auch zur Bundeswehr gegangen, ja. Ich habe meinen Grundwehrdienst absolviert, meine Grundausbildung. Nicht Wehrdienst, Entschuldigung, Grundausbildung, danach kommt ja der Wehrdienst, ja. Meine Grundausbildung habe ich absolviert und dann praktisch vor dem Wehrdienst bin ich dann nochmal wieder in die Ausbildung gegangen. Habe dann auch diverse Minijobs gemacht. Und ob nun Dachdecker, Maurer etc., Gerüstbauer und so ähnliches, Maler, Lackierer. Habe ich alles durch, muss jetzt nicht alles drüber nachdenken und aufzählen. Ich habe verschiedene Berufe halt durch, alles im handwerklichen Bereich. Das ist kein Rumgejanger, sondern da kann ich sachlich zu stehen. Ja. Ich habe dann auch eben trotz meiner, ja, Behinderung und eben auch dadurch auch, dass die Gesellschaft so rechts und asozial ist, immer weitere Schädigungen auch im ja, Gehirn bekommen habe, eben eine Überreizung an meinen Synapsen. Leide ich praktisch schon seit ungefähr, was kann man da so sagen, 2002, leide ich wirklich an einer 90-prozentigen körperlichen Schwerbehinderung dadurch. Insgesamt und habe dennoch unter anderem in Stubo zum Beispiel gearbeitet, ja.
wo mir zum Beispiel das Sozialamt, als ich beim Stube gearbeitet habe, unter anderem meine Wohnung weggenommen hat, mich auf die Straße gesetzt habe, nur weil ich mal einen Monat über Weihnachten bei meiner Familie, bei meiner Tante war. Herzlichen Dank auch Sozialamt, ja, ein Herr Meier oder Müller war das, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht so genau, weil den habe ich nur einmal gesehen und der hat meine Wohnung, das Schloss ausgewechselt und hat mich rausgeschmissen, ja. Herzlichen Dank auch, es hat kein Arsch von euch interessiert. Ja, halten wir mal fest, es hat weder meine Familie interessiert, meine rechte asoziale Familie, noch irgendjemand anderen auf diesem verfickten Planeten, ne? So, das halten wir mal fest. Dennoch habe ich mich wieder hochgekämpft als 90%ig körperliche schwerbehinderter Mensch, alleine, ohne irgendwelche Hilfe, und habe es wieder hinbekommen, eine Wohnung zu bekommen, wieder meinen Jobs nachzugehen und etc. Und dann hat man mich praktisch für psychisch krank erklärt und in eine geschlossene Anstalt zu Unrecht gebracht, wo man sich nachher nur noch entschuldigt hat, dass man das getan hat. Es gab einfach nur, Entschuldigung, tut uns leid, wir haben dich für ein Jahr in eine Klapse gesperrt, in eine geschlossene Anstalt. Nur weil ich jemanden eine ballern wollte, der mich angepackt hat, wohl bemerkt. Ja. Ich hab's nicht mal getan. Ich wollte ihn eine knallen. Ich hätte es mal tun sollen. Ja, dieser Bastard hätte es verdient. Weil der hat dafür nachher nachhinein gesorgt, dass ich in eine geschlossene Anstalt kam. Und sowas kann ja wohl in Deutschland nicht möglich sein, oder? Ich frag's nun mal. Oder ist euch das alles scheißegal, ihr Wichser, ja? Ihr müsst euch doch nicht wundern, dass ich aggressiv gegen euch werde. Ihr macht die Augen zu, ihr macht die Ohren zu, ja? Ihr seid nicht besser als diejenigen, die gegen mich agieren. Diejenigen, die mich treten, die mir mein Leben kaputt machen. Und ihr dazu schweigt, ihr seid genauso scheiß asoziale Rechte wie die, die mich treten. Ja? Das halte ich hier mal fest. Und dann soll ich auch noch nett und freundlich zu euch sein, oder was? Hier am Arsch, einen Mittelfinger kriegt ihr. Ihr ganzen Wichser kriegt von mir einen dämlichen Mittelfinger. Ja? Das war das zweite Mal, dass mir praktisch amtlich die Wohnung genommen wurde und ich praktisch auf die Straße dann gesetzt wurde, weil als sie mich da eingewiesen haben, haben sie gesagt, die Wohnung kann weg. Das heißt, ich musste mir wieder neu aufbauen, ja, wieder Wohnung schaffen, etc., alles, ja. Und dann hat man mich in Walle so arg verhetzt, das habe ich hier auch als Video gegeben, ja, unter anderem wieder mit rechten, asozialen Scheiß, dass man mir wieder praktisch die Wohnung auch genommen hat, unrechtmäßig. Also man hat mir dreimal in meinem Leben jetzt schon unrechtmäßig meine Wohnung genommen, mich auf die Straße geschmissen und mich wieder aufbauen lassen. Und das als 90% schwerbehinderter Mensch. Ja? Nur damit ihr das mal klar versteht, ja? Damit ihr ein bisschen Bildung habt, ja? Damit ihr wenigstens einen kleinen Bruchteil von meinem Leben habt, weil ihr immer meint, ihr kennt mich. Ja, ihr kennt einen Rotz von mir. Ihr wisst gar nicht, was ich alles durchgemacht habe. Ihr kennt auch gar nicht die Einzelheiten, die ich durchgemacht habe. Das sind nur die Fakten, was war. Ja. Und seitdem habe ich halt wieder jetzt eine Wohnung aufgebaut. Nicht eine super Wohnung, eine normale Kellerwohnung ist das jetzt. Nichts Großes mehr. Einfach nur ein Kellerbereich, wo ich wohnen kann. Ja. Vielleicht werde ich mir auch wieder was aufbauen, das weiß ich noch nicht. Ja. Weil irgendwo zieht es auch an die Kraft und auch an den Verstand und an das Ganze von einer Person. Wenn sie immer nur getreten wird, Leute nur wegschauen, Leute einen fallen lassen und Leute nur auf einen spucken. Und das tut diese rechte und asoziale Gesellschaft. Oder interessiert es euch, was mit mir ist? Dann bewegt euren beschissenen Arsch und kümmert euch mal darum, dass Leute wie ich Unterstützung und Hilfe kriegen, ja? Weil ich kriege jetzt auch noch, ja? Nicht mal das, was ein Hartz-IV-Empfänger oder ein Sozialhilfeempfänger hat, obwohl ich eine 90%ige körperliche Schwerbehinderung habe. Und diese Leute teilweise keine Behinderung haben, einfach nur nicht arbeiten gehen. Ja, und ich habe mein Leben schon gearbeitet, trotz meiner 90%igen körperlichen Schwerbehinderung. Ja, und dann kommen irgendwelche kleinen, beschissenen Wichser hier an, um meinen mir dumm zu kommen. Ja, euch scheiße ich sowas von zusammen, das kann ich hier nur mal als Warnung raus sagen. Jeder, der hier auf meine Beiträge scheiße kommt und asozial rechts, den mache ich sowas von fertig, dass er nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Euer Lord Titan alias Van Dank.